Jetzt hier Leute, willkommen zu meinem Let's Play The Wind Waker aus der Zelda-Reihe von Nintendo. Reihe? Ich meine Reihe. Naja, ich weiß ja auch nicht, was ich meine. So, dann gehen wir mal dahin. Und dann werden wir mal sehen, was da für eine Aktion ist. Hallo. Stand diese komische Aktion. Guten Abend, guten Abend. Das Erdgeschoss dieses Hauses wird hier als Aktionshaus vermietet. Und auch heute gibt es natürlich wieder eine Aktion. Nun ja, Aktion klingt ja immer so gestochen. Es handelt sich schlicht und ergreifend um eine Versteigerung. Soweit ich weiß, gilt eine Versteigerung als Aktion. Also so falsch ist es auch wieder nicht. Alle bieten einfach um einen Gegenstand, um die Wette. Und wer allermeisten überbietet, der steigert ihn dann auch. Und habe ich eine Adresse weg, Kinder und Erwachsene hier gleichermaßen willkommen. Ich schäme dich, ein Kind das Geld aus der Tasche zu ziehen. Möchtest du überziehen? Ja. Aha, verstehe, verstehe. Übrigens, jede Erklärung wird so, oder? Also, dann wollen wir mal eigentlich bin. Zeit ist Geld. Zeit ist Geld, Zeit ist Geld. Da geht auch natürlich besonders bei einer Aktion. Sag mal, bist du Dagobert Duck? Ich wurde mit ihm verwandt. Guck mal. Die ganzen Leute aus der Stadt. Seien Sie mir willkommen, hochgeschätzte Kunstgänger und Raketensammler, die Sie auch heute nach wieder so zeitig eingefunden haben. Das sind nicht meine Art von Leute. Und wie soll ich Zöpfe mit Schleifen? Und den soll ich als Händler ernst nehmen? Ja, ja, wieder ist es der Zeit für unsere Aktion. Welch kosmische Ort erwarten Sie heute Nacht? Ich muss gestehen, auch mir bleibt der Spann schon beim Blutdruck in die Höhe. Du bist doch nicht mit. Also dann, heute ist... Ja, los! Wer dieses welche? Eine Schatzkarte. Mir ist so ein Ding öfters in die Hand gefallen. Ja, ich steige aus. Oh, du fährst ein paar Sink. Ich wünsche dir eine gute Nacht. Ist nicht das, was ich haben will, Junge. Mann! Eine Schatzkiste. Wieso sag ich immer Schatzkiste, obwohl ich Schatzkarte... Eine verdammte Schatzkarte. Ist ja nicht so, dass ich mehr als genug da bei mir habe. Und auch nicht geplündert habe. Also... Ja. Bitte das, was ich brauche. Okay? Ja. Tut mir leid, Leute, aber anders geht das nicht. Das sind also die Prominenten von der Insel. Mhm. Der Typ kann sich nicht mal eine vernünftige Kleidung leisten. Ich meine, man sieht seinen Bauchnabel. Komm schon. Na bitte, genau das wollte ich. Okay. Und los. Was für ein Entfernungsangebot von Link. Von diesem Schock müssen sich er mal erstmal holen. Der Knirps hier für einen Coin in der Kommission und jetzt noch eine Katastrophe. Schnell, 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 schnell. Okay. Also die Leute so damit ausnocken. Linksangebot hat die anderen Vorschläge erstmal die kräftige Sprache verschlagen. Oh nein, das musste einfach der Jugend sein. Was wollt ihr auch mit den Scheiß? Ich meine mit den 7 Meilen. Ihr braucht das doch nicht! Nein! Jetzt habe ich mich verdrückt! So. Der Horror, der Kleine muss in Rubine baden. Und Link so, hä? Da habe ich was Falsches gemacht. Ah.
So. Ja. Meine Güte, ist der kleine denn des Wahnsinns? Nein, ich brauche das nur. Schnell, 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 schnell! Ja, das muss man so machen bis zum Schluss. Und Link freut sich. Ja. Man muss sich auch beeilen. Es ist wirklich smashing pur, Leute. So. Oh nein. Ah, kommt schon, Leute. Oh, wow. Also kommt jetzt mal und zum ersten und zum zweiten und zum dritten. Das HDX war das 7-Meilen-Segel geht an Link für 911 Rubine. Nanu, wieso? Komm, egal. Ich muss uns sagen, herzlichen Glückwunsch. Ja, da darf man ruhig neidisch sein. Du hast das 7-Meilen-Segel gehalten. Segel das durch benutzte Technik, die Geschenkheit des Bundes und. Außerdem wirst du den Wind immer im Rücken haben. Du musst nicht mehr in mühsamer Kleinarbeit die Windrichtung bestimmen. Kurze Drehsein garantiert. Ja, so jung, aber hat es schon Faust in den Ohren. Na, wenn du aber weiterhin so freigebig mit deinem Geld umgibst, endet das doch böse. Na gut. So wie die Freimütigen als auch die Knausrigen, ich entlasse sie mit Hidale. Wie immer habe ich ihnen allen auf eure Friste zu danken. Ich erlaube Ihnen sodann, die heutige Aktion für Beginn zu erklären. Meine Damen und Herren, Sie haben sich wohl. Das Problem ist, man muss ja so hoch bieten, um die sprachlos zu machen. Wenn Sie einmal wieder zur Luft gekommen sind, also wieder Luft gekriegt haben, dann überbieten Sie dich. Das heißt aber, du musst richtig ausnocken. So. Mal gucken. Okay, Flasche habe ich. Oh, was für eine Aktion. Was für eine Aktion, Leute. Dann werde ich euch mal zeigen, wie das funktioniert. So. Und so funktioniert das. Seht ihr? Aber wie es so weitergeht, Leute, seht ihr in den nächsten Part. Weil bei dieser Aktion, also die ich jetzt mache, da brauche ich ein bisschen mehr als nur die 11 Minuten, die mir zur Verfügung stellen. Deswegen werde ich erstmal hier, sag mal, mein Part beenden und wir sehen das nächste Mal, wie ich die tantumischen Bäumchen rette. Siamatane.